jetzt etwas von einem anderen Fassl, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es nicht vergessen habe. Apropos, gestern in dem einen Video war die Rede von, ja, man könnte sich das als Harpfenstörung vorstellen. Also, erstens, und in die Richtung hat schon der Nikolai, oder wie hat der geheißen? Nikolai Tesla? Mit diesen tiefen Frequenzen, ja, in einem Hotel. das Stichwort Harp, aber jetzt nicht im Sinne elektromagnetische Strahlungen. Ja, und an und für sich Harp ist heutzutage die falsche Bezeichnung, weil Harp, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es eher um die hochfrequenten Wellen und nicht die tieffrequenten Wellen. Und Harp als solche ist eben tieffrequente Technologie, dass man durch tiefe Frequenzen die Ionosphäre erhitzt. Ja? Also was da mit Hochfrequenz gemeint wird, ja, ist mal rätselhaft. Wurscht, ja. Aber auf jeden Fall, tiefe Frequenzen und Stichwort Harp. Ja? Also ich kann mal bildlich, also jetzt kann ich mal wieder erinnern an die Szene. Ja? Also ich fahre von 21. Bezirk auf die Tangente oder auf die Donauuferautobahn, aber auf der Stelle, wo, wenn man geradeaus fährt, kommt man auf die Floridsdorf-Fabrik. Ja? Ja, hinter mir kommt irgendein kleine ja, Idiotchen mit Cabrio voll aufgedrehte Boxen. Natürlich enorm starke Subwoofer und bumm, bumm, bumm. Ja? Und mein Gedanke war, Jesus, na, akustische Harp existiert doch. Und das zweite war, Jesus, na, Erdbeben, Gefahr. Und das dritte war, ob das die Floridsdorf-Brücke aushält. Ja, aber gut, jetzt bin ich vorbeigefahren. Die Floridsdorf-Brücke hat es wirklich ausgehalten.